Höhle der Verzweiflung Walkthrough. Ja, wenn ihr sehen wollt, was in dem Dungeon hier abgeht, bevor ihr hier reingeht oder so, kann ja theoretisch sein, machen wir hier wieder, wie gewohnt, einmal den Walkthrough, also einfach den normalen Dungeon mit den normalen Monstern und dann den Boss. Der Boss ist im Vergleich zu den 50er Bossen sehr einfach, also wenn ihr hier Probleme habt in dem Dungeon, dann ist entweder euer Gear oder eure Gruppe komplett undergeared. Ja, also dann habt ihr einfach nicht genug Ausrüstung, weil Mechanics beim Boss gibt es ein paar zu beachten. Dann gibt es ja einige Spinnen, die relativ viel Burst Damage haben, aber ansonsten, ja, würde ich sagen, genießt die Ameisenshow und wir kämpfen uns hier durch. Ihr kommt hier oben in den Raum, müsst ihr als erstes so ein paar ja, mutierte Angreifer-Ameisen erledigen. Ja, das machen wir doch direkt. Das machen wir doch direkt. Oh, guck mal hier, doch ganz schön viel Damage gemacht. Zum Glück haben wir einen Heiler in der Gruppe oder zumindest einen, der Buffs an. Wenn ihr merkt, hey, Moment mal, ich bin hier low HP, macht ihr das Lagerfeuer an und singt das Lagerfeuerlied, indem ihr euch hier hinsetzt und ein bisschen eure HP heilt. Es ist zwar nichts Schlimmes, wenn ihr hier in dem Dungeon down geht. In dem Spiel gibt es ja nicht sowas wie Rüstung reparieren oder so, was ich gut finde. Weil es immer sehr nervig ist. Hier könnt ihr einfach down gehen, das macht sozusagen nichts. So. Bekämpfen wir mal die Larven hier. Drehen sich so ein bisschen. Ja. Zack. Dann kommt hier gleich dieses größere Ei, wenn ihr die ganzen Larven besiegt habt. Da klopft er dann rauf, da kommt dann so eine größere Ameise. Genau. Da, wenn man von der Ameise spricht, da ist er schon. Da ist er auch schon. So, so, so. Mutierte Prinzessin haben, also alles klar. Prinzessinnenameise, das ist schon ein lustiger Name. So, Fallbeilklinge, die beste Fähigkeit im ganzen Spiel natürlich. Mein Wald ist Sämling Frostfried, erzählt ja auch schon wieder einiges. Haben wir hier was gedroppt? Mal wieder nur die anderen, klar. gehen wir hier in die richtige Richtung? Ah ja, genau, dann müsst ihr hier lang, das ist ein bisschen versteckt der Weg. Ich bin gerade nicht sicher, was kommt man jetzt? Ach so, nee, hier kommt es dann mit dem einen in der Mitte dann, ne? Ja, ich glaube schon. Irgendwie so war das. Wir kämpfen uns aber erstmal ein bisschen weiter. Die Gruppe hier scheint okay zu sein, da glaube ich nicht, dass wir irgendwelche Probleme beim Boss haben werden. Aber wir werden sehen. Warte mal. Ja, wir müssen die Eier besiegen, kommen hier wieder irgendwelche. Bei denen müsst ihr theoretisch ein bisschen aufpassen, die machen relativ viel Damage. Aber ja, wenn ihr hier down geht im Dungeon, ist ja sowieso egal. Verschwendet ihr sozusagen ein bisschen Zeit, wenn ihr dann wieder zurückgeht, aber ansonsten passiert da nichts. Genau. Schattenameise, die wird nicht ganz so viel Damage machen. Bam, Alter. Das Ei. Na, ich weiß nicht, warum das da steht, weil erstmal müssen wir die Kleinen hier noch besiegen. Dann kommt erst das Ei dann auch an. So. Hier, die können ja auch noch kaputt machen. Oh my lord. Genau, das Ei müsst ihr dann zerstören. Logischerweise. Dauert ein bisschen, wie ihr sehen könnt. Oh, Alter, der hat die eine Ameise voll auf mich gelenkt, Alter. So, dann kommt hier wieder eine größere. Riesenfeuerameise, klar. An sich ein sehr leichter Dungeon, müsst ihr ja nur die Ameisen hin und wieder hier besiegen und dann seid ihr auch gleich beim Boss.
wo ich dann wieder mehr zu den Mechanics erklären kann. Genau. Haben wir dann auch gleich geschafft. Und wir droppen mal wieder gar nichts. So, jetzt muss ich gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Ach da, genau, dann sind wir gleich beim Boss, wo ich dann die Mechanics dann nochmal genauer erkläre in einem anderen Video. Bis dann, ciao.